Ja, meine lieben Wagen, das ist ein wahrer Mädchentraum, was ich hier sehe. Ein selbstständiger, erfolgreicher Mann, mit dem du in all dem, was du eigentlich unternimmst und anfängst, auch erfolgreich wirst. Also eine hundertprozentige Erfolgsquote. Wenn du für so eine Dekodierung bereit bist, dann lass uns beginnen. Wagen, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Xenia, der Funke Oracle, dein Orakel für das Unterbewusste, Bewusste und Überbewusste. Und mit meiner Gabe, diese Welt zu dekodieren, helfe ich dir dabei, ein freies, kreatives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Mit diesem Video und oder mit dieser Serie wohlgemerkt, ich habe zu jedem Sternzeichen ein Liebes-Decoding-Video aufgenommen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Möchte ich jedem, der sich das anschaut, dabei helfen, entweder sich selbst oder sein Gegenüber zu verstehen, damit es einem leichter geht. Das Leben ist schön, man ist, ja, das Leben ist schön und ich möchte dir zu einem schönen Leben beitragen, helfen. Du kannst selbst vage sein, dein Gegenüber mag vage sein, du interessierst dich für das Sternzeichen oder die Überschrift hatte ich angezogen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier begegnen. Ja, und bevor ich mit der Dekodierung beginne, möchte ich drei Dinge erwähnen. Wir haben für dich einen Online-Shop im Angebot, thefunkyoracle.com. Und da kannst du dir mittlerweile 5 Audios zur Reprogrammierung deiner unterbewussten Codes bestellen und damit trainieren, arbeiten. Mit diesen Audios reprogrammierst du dich auf lange Sicht, dafür aber mit Sicherheit. Denn wir davon ausgehen, dass wir aus Frequenzen bestehen, wir aus Programmen bestehen. Und die eigene Dekodierung von innen oder die Lebensveränderung kann auf jeden Fall von innen auch stattfinden. Und wir haben für dich diese Audios kreiert, insbesondere wenn du daran glaubst, dass du die Kraft von innen besitzt, dein Leben zu verändern, wenn du schon mit mehr als nur wenn du schon mit mehr als nur ja, wenn du einfach nur an dir selbst arbeitest, wenn du nach effizienten Wegen suchst, wie du die Arbeit an dir selbst vielleicht vereinfachen kannst, ja, wie du davon profitieren kannst, von deinem Sein, von deiner Kraft. Und diese Audios richten sich auf jeden Fall an solche unter euch, die sich so ein Luxus, kann man sagen, gönnen können. Ich kenne ehrlich gesagt nicht so richtig was Vergleichbares da draußen. Insbesondere das neue Audio, jetzt, das nennt sich Hier im Jetzt. Das ist ein Einzelstück, 17 Minuten, Affirmationen, Messages und wohlgemerkt Trainingsanleitungen. Wenn du der Stimme folgst, die du da im Audio hörst, kannst du auch gleichzeitig mit trainieren. Das ist quasi das erste Manifestations-Workout-Audio. Damit kannst du meditieren, manifestieren und trainieren. Im Anschluss an diesem Video findest du auch 30 Sekunden Auszug aus dem Trainingsvideo, wie wir das machen. Wir machen nur eine einfache Kniebeuge. Das ist wirklich die leichteste Übung aus all denen, die einem Menschen dabei helfen, wieder in den Schwung zu kommen, wieder Kreislaufprobleme zu beseitigen und ganz, ganz, ganz viele Verspannungen lösen und, und. Somit ist eigentlich alles gesagt. Wenn du jetzt oder im Laufe des Videos mit Jetzt verstehe ich kommentierst, bekommst du eine Erkenntnis for free von mir. Ich schätze sehr deine Zeit und möchte, dass du heute mit mindestens einem Aha-Moment hier rauskommst. So wie, ah, jetzt verstehe ich. Ah, jetzt verstehe ich. Daraus kommt es. Das ist quasi bei mir immer so, wenn ich dann grübele, grübele und dann macht es Klick und dann sage ich immer, ah, jetzt verstehe ich. Also, wenn du mit so einer Magie auch arbeiten möchtest, kannst du es gerne tun, kannst du auch schauen, wie es die anderen gemacht haben. Ja, wir beginnen. Ich liebe dich, ich liebe mich, liebe das, was ist. Ich bin du, ich bin das, ich bin du. Bitte erlauben mich, mit deinen Energien zu verbinden. Like und kommentiere dieses Video. Wir beginnen.
Gut, die erste Karte. Wohlgemerkt, du kannst Single sein, du kannst in einer Beziehung sein. Das kann sogar, dass wir vielleicht hier über eine Ex-Beziehung reden. Dir wird etwas ersichtlich, du wirst deine Aha-Erkenntnisse sammeln. Wir beginnen, ich starte. Neun der Stäbe. Solltest du in einer Beziehung sein, dann haben wir hier einen Gegenüber an deiner Seite. Einen Gegenüber an deiner Seite, der, der auf jeden Fall fleißig ist. Der fleißig ist und der schon ziemlich selbstständig ist. Und solltest du noch Single sein, dann kann ich dir jetzt schon sagen, du brauchst einen Mann, der selbstständig ist. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt in Detail bei dir gehe, aber ein Typus Frau, die ich jetzt hier wahrnehme, kann ich dir jetzt schon sagen, überspringe ganz, ganz viele Schritte, indem du auch vielleicht Männer versuchst zu daten, die selbst von mir aus auch eigene Firma haben. Wenn man eigene Firma hat, ist man dann angestellt an der Firma, ja? Oder man ist dann mit der Firma verheiratet. Wenn man eigene Firma hat und Angestellte, ist es wie extra Familie. Bedeutet, wenn du jemanden an der Seite haben möchtest, der eigentlich Zeit für dich hat, weil so einen selbstständigen Mann, der schon ziemlich viel selbst kann, kann natürlich auch nur dann eine Frau bekommen, die damit umgehen kann. Und wenn du schon eine Frau bist, die damit umgehen kann, bedeutet, dass du selber schon ziemlich viel kannst. Ich spiele das zurück. Also du bist eine selber selbstständige Frau. Du machst schon selber eigene, vieles, vieles, sehr, sehr viel. Deswegen möchtest du auch, dass dein Mann auch einiges auch selbst kann. Also lieber wirklich einen selbstständigen Mann, damit es besser matcht. Damit weder du noch der andere sich irgendwie anpassen muss oder erst für sich herausfinden muss, oh, eigentlich habe ich schon so und so viel in meinem Leben gesammelt. Ja, oh, eigentlich sehe ich das. Also es ist ein Mensch, der auf jeden Fall seines selbstbewusster Mann, starker Mann, mit, okay. Okay. Selbstbewusster Mann. Der sieht vielleicht so nicht aus oder der sieht vielleicht entspannter aus, aber das ist ein selbstbewusster Mann. Selbstbewusster Mann schnappt nicht ein. Oder so einen selbstbewussten Mann kann man sagen, kann man kaum verletzen. Ja, der ist so richtig ausgestattet. Hier ist die Frage. Musst du noch einen Mann an der Seite haben, den du verletzen musst? Oder möchtest du überhaupt noch Männer haben, die du verletzen möchtest? Wie verletzt oft die Frau einen Mann, wenn sie die Beziehung nicht wertschätzt, wenn sie auf die wunden Punkten ständig drückt, ohne zu helfen? Wenn sie vielleicht in so eine Art fiese Mama wird zu dem Mann, denn die Mama, die Frau von ein, zu, die Frau ist zu ihrem Mann irgendwo die Mutter im Unterbewussten. Ja, das ist eines der Rollen, die dann die Frau übernimmt in der Beziehung. Eines der Rollen, nicht eines der Rollen, eines der Stäbe sozusagen. So, also da wir hier mit einem selbstbewussten Mann zu tun haben, möchte ein selbstbewusster Mann, wie ich auch so einen hier sehe, auch eine selbstbewusste Frau haben. Also wenn ich quasi dich aus seiner Perspektive betrachte, bist du quasi der letzte Stab. Er kann alles selbst, ohne dass er wahrscheinlich intim oder im Bett, ja, oder diesen Spaß, der er dann mit ihr hat, quasi das, was die Beziehung ausmacht, das könnte der zehnte Stab sein, um quasi komplett zu sagen, okay, dann hat er alles erreicht. Ja, du könntest sein zehnter Stab sein. So ein Mann ist selbstvergnügend, so ein Mann nimmt ganz, ganz viel einer Frau ab. So ein Mann rennt nicht sofort zur Mutter oder zum Vater oder noch woanders hin. Oder wenn er rennt, dann macht er das, weil er Plan hat.
Der ist vielleicht ein Stille, aber bei ihm, der ist wahnsinnig wach. Er spart sehr, sehr viel seine Energie an Erklärungen. Der ist lieber ein Beobachter, weil er weiß, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist so ein bisschen ein Königtyp, ein Gewinnertyp, der ein Unternehmertyp. Ja, er könnte ein Unternehmertyp sein oder vielleicht hat er schon Unternehmen gehabt oder einige Unternehmen gehabt, deswegen trägt er heute Chucks. Es kann sein, dass er überhaupt gar nicht so aussieht, wie du dachtest, wie ein Unternehmermann oder wie ein erfolgreicher Mann oder wie vielleicht wie dein Mann aussehen wird. Kann auch sein. Weil er vielleicht noch besser aussieht. Weil er noch besser aussieht. Weil er noch krasser ist, weil er noch weiter ist. Und ich glaube, das ist das, was dich crasht. Und wenn du noch Single bist, dann will ich, dass du so denkst, weil sowas existiert. Das beweise ich. Das beweise ich auf jeden Fall. Mein Freund ist ein kopfhübscher Mann. Und ich teile das mit dir, weil ich dir auch so ein Glück wünsche. Weil ich glaube, wir uns gegenseitig ermuntern, ermutigen und motivieren dürfen. Weil ich glaube, wenn die Welt von entspannten Frauen ist, wow. Die Welt voll entspannter Frauen. Früher, ehrlich gesagt, möchte ich ganz kurz von mir was kurz sagen. Früher dachte ich, dass ich den Frauen direkt helfen muss. Das ist auch gut. Aber heute helfe ich indirekt. Wie mache ich das? Sekunde. Was heißt das? Wie hängt das mit dieser Aussage zusammen? Weil manchmal kommt bei mir so ein Gedankenblitz und jetzt habe ich gelernt, mit meinen Strömen auch besser umzugehen. Manchmal ist so ein Gedankenblitz etwas, was ich hier für dich benutzen kann. Dann setze ich wie so ein Dart. Einen Augenblick. Es ist nicht leicht, so die Coding zu machen, Leute. So, es ist leicht, es ist leicht. So, was habe ich gesagt? Indirekt helfen. Ah, ja, genau. Deswegen, ich glaube, und so ist er auch, und so bist du vielleicht auch zu ihm. Das ist quasi, ich kann mir vorstellen, dass mit so einem Mann dir erst bewusst wird, dass deine eigentliche Aufgabe in der Beziehung gar nicht so der Mann zu helfen oder was ist eine gute Frau, die kocht, die putzt, die das und das und die gibt, die irgendwie vielleicht in die Beziehung gibt. Das ist natürlich wichtig, ja, dass man ausgewogen sich um das Zuhause kümmert oder um die Beziehung, um die Kinder oder um die Gestaltung der Wohnung. Aber ich glaube, da er so gut aufgestellt ist, da er eigentlich selbstbestimmt ist und selbstständig ist, musst du bei diesem Mann kaum was machen. Und bei so einem Mann bedeutet genau, gewinnst du ganz viel Zeit für dich selbst. Und deswegen bei so einem Mann erkennst du, dass eine gute Frau eigentlich schon jemand ist, der hilft und gibt, aber eine gute Frau, du soll jetzt auch jemand sein, der Zeit in sich selbst investiert. Quasi du hilfst ihm dadurch indirekt, indem du dich um dich selbst kümmerst. Punkt. Oh Gott. Das ist eigentlich viel leichter am Ende. Ja, du hast einen sehr, sehr selbstständigen Mann. Du musst bei ihm nicht viel machen. Kümmere dich einfach lieber um deine eigenen Geschäfte. Also wirklich ganz, ganz liebevoll gesagt, ne? Fokussiere dich, konzentriere dich um dich selbst. Dass es dir gut geht, dass du ausgewogen bist. Ja, dass du. Weil, warum, wenn Frauen manchmal in Mutterschaftssyndrom verfallen, entweder weil sie wirklich biologisch Mutter werden oder weil sie glauben, Mutter zu sein, das irgendwie zu erfüllen noch mit einem Mann oder mit einem Freund. Ja, da kommt manchmal so ein Mutterreflex hoch. Deswegen, wenn bildhübsche Mädels manchmal in die Beziehung hineingehen, mutieren sie zu Müttern, obwohl sie es gar nicht wollen. Und das kann man aber, also zu Müttern in dem Sinne, dass sie vielleicht ganz anders aussehen.
ja, oder so sich anfangen zu verhalten, wie die Mutter es gemacht hat. Und das wollte sie zum Beispiel so gar nicht. Ja. Fakt ist aber, es ist wichtig, jetzt habe ich zu weit gemacht. ja, du gewinnst auf jeden Fall Zeit, dass du Zeit in dich selbst investierst, dass du bei ihm nicht viel machen musst. Deswegen ist es quasi, ja, das ist quasi wie eine Mama, die erwacht und feststellt, oh, mein Kind ist eigentlich ziemlich selbstständig. Ja, da musst du gar nicht viel machen. Und was, das heißt, da bleibt viel Zeit für einen selbst. Ja, das heißt, du hast mehr Zeit für dich selbst. Dass am Ende du auch zu so jemandem wirst, ja, dass du deine eigenen Themen regeln kannst. Ach so, und warum ist es wichtig? Genau, weil manche verfallen oft in so ein Mutterschaftssyndrom und fangen an, Dinge, das kenne ich auch bei mir, man denkt, man glaubt, etwas machen zu müssen, ja, weil es ein Programm ist, das hast du gelernt, du dachtest, du musst es machen, aber bei deinem Mann muss es vielleicht gar nicht machen, weil er das schon machen kann. So, was bedeutet, dass dieser eine Stab, den wir hier sehen, auch in seiner Erfahrung, kann dir zum Beispiel 2 Stunden deine Zeit schenken. Das heißt, anstatt hart zu arbeiten, könntest du dich erholen. Oder anstatt zu schlafen, könntest du vielleicht mit deinem Mann was unternehmen. Also, dass du quasi anfängst, so ein bisschen mit deiner Zeit aktiv umzugehen. Nicht in Ohnmacht zu fallen und einfach nur das zu machen, was du immer dachtest, du machen musst. Und was dir vorgelebt worden ist von der Gesellschaft, von deinen Eltern, sondern was im Moment gut ist, ja, weil der Mann ist vorbereitet. Der ist selbstständig, du musst nicht viel machen bei ihm, was bedeutet, du musst dann spielen, ja. Der ist aktiv, das ist quasi ein Kind, der ganz, ganz viele Hobbys hat und der muss vielleicht nicht abgeholt werden, aber er hat dann irgendwann ein Spiel, der wird immer besser, der gewinnt. Also ein gewisses Interesse ist schon wichtig. Das heißt, auf der einen Seite fokussiere dich auf deine eigenen Geschäfte, mache so viel wie möglich selbst, damit du dich selbst gut fühlst, weil das macht er schon. Ja? Also kümmere dich darum, dass du jeden Tag aufstehst und dass du einfach nur gutes Gemüt hast. Trainiere das. Auch in der Beziehung ist es wahnsinnig wichtig, insbesondere in einer Beziehung, wenn man schon physisch mit einem Menschen unter einem Dach anwesend ist, weil das beeinflusst Aura eines anderen Menschen, Alltag eines anderen Menschen beeinflusst, das fährt ab. Das ist besser und auch schlechter, je nachdem, wie viel du davon haben möchtest. Aber hier auf jeden Fall musst du weniger tun, dafür aber gleichzeitig an der anderen Stelle. Ja? Das heißt, das ist vielleicht ein Kind, der früh morgens ein Training macht und am Abend hat er vielleicht ein Konzert und vielleicht möchtest du zum Konzert gehen, dass du ihn siehst. Also investiere Zeit in dich selbst bei so einem Mann, aber interessiere dich auch dafür, was er macht. Weil dann sonst, wenn du das auch nicht machst, dass du Interesse ihm aufzeigst, naja, dann verliert euch ganz schnell. Ja, weil er schon sowieso alles selbst macht. Und wenn du sagst, naja, dann machst du halt dein eigenes Ding. Und wenn du auch nur dein eigenes Ding machst, das ist nicht ausreichend, das ist nur ein Teil. Da muss schon gemeinsames Interesse entstehen. 5 der Schwerter. Da muss schon gemeinsames Interesse entstehen. Das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen sneaky Energie, aber mit so einem Mann kannst du auf jeden Fall Disziplin üben. Mit so einem Mann kannst du Langeweile üben. Mit so einem Mann wird es nicht langweilig. Und gleichzeitig kann es mit ihm Tage geben, die quasi sich wie so ein Kaugummi anfühlen. Aber ist es nur deswegen, weil er dich verführt, weil er dich ablenkt, weil ihr euch vielleicht auch gegenseitig ablenkt? Also da verfliegt die Zeit wie im Flug. Langeweile, will ich noch kurz dazu sagen, ist nichts Schlechtes. Langeweile ist notwendig, um zum Beispiel ein Muster herzustellen, um etwas zu implementieren, etwas zu trainieren, um sich vielleicht auch zu nullieren. Ja, es muss einem langweilig werden, damit man wieder Interesse an etwas bekommt. So, aber hier, 5 der Schwerter, was ist es noch? Also, er ist selbstständig, der ist eigenständig. Er macht das, was viele Menschen nicht wollen manchmal. Deswegen kannst du so einen Mann mit nichts eigentlich striezen. Du kannst ihn für nichts bestrafen, weil er in 90% seines Alltags alles allein sowieso schon regelt. Der sehr kraftvoll, der ist unabhängig.
Und die letzten 10%, die holt er sich wahrscheinlich dort als Inspiration. Ja? Wie machen es die anderen? Oder ja, er macht halt das, was die anderen nicht machen. Deswegen kann er vielleicht als langweilig erscheinen, weil Menschen haben Angst vor Langeweile. Menschen haben Angst, mit sich selbst zu sein. Und er liebt das aber. Das heißt, er tut das, was die anderen nicht mögen. Er ist, wow, das ist echt krass. Also das ist so ein, ich will nicht sagen Serienkiller, aber der könnte ein sehr, sehr guter Gamer sein, weil er geduldig ist, er kann fernab von den Menschen sein, er muss nicht im Getümmel sein, er kann sehr, sehr gut sein und er muss das aber nicht so mit Klamotten und Brands und das ist für ihn zu doof. Zu viel Zeit, das hat er schon durch. Die Zeit hatte er vielleicht, ja, schon. Da der kann, dass das nicht notwendig ist. Deswegen, wie gesagt, du kannst ihn mit nichts bestrafen. Er hat keine Angst vor Langeweile. Er hat keine Angst. Das heißt, er hat keine Angst vorm Alleinsein. Du kannst ihn für nichts bestrafen. Er hat keine Angst davor, was die anderen nicht mögen. Er liebt Gedanken. Er liebt Beobachten. Er könnte so zum Beispiel Auktionshändler sein, ja. Er könnte die Kunst verkaufen oder vertreiben, die die anderen Händler nicht wollen. Oder er könnte tatsächlich auch diese Koffer von einem Flughafen irgendwie noch. Er könnte Millionär sein. Ach, er könnte eigentlich Bob Rossley sein. Bob Rossley? Wie heißt der Typ mit der Pinte? Ich habe gestern erfahren, dass er eigentlich ein Billionär war und der hat sich diesen Kanal gekauft und erschaffen, diese Sendung erschaffen. Also er hat sich eigentlich eigenen YouTube-Channel erschaffen. Er hat sich eigenen YouTube-Channel erschaffen, genau. Und er hat dort die anderen Menschen malen gelernt mit einer ganz, ganz total schönen Art und Weise. Und dann habe ich noch gehört, dass angeblich seine Gemälde, wenn man sie hintereinander weg in so eine Zeitlupe zeigt, dass sie einen Pfad aufzeigen. Also soll das für dich die Message sein, dass es nochmal ein Geschenk obendrauf. Also, der könnte so ein Bob Rossley sein, der Typ. Er könnte alles haben und er würde sich noch irgendwie ehrenamtlich engagieren. Ja? Er würde, oder vielleicht noch ein Späßle machen aus dem Leben. Er könnte noch zusätzlich ein Fun-Geschäft aufbauen, wie ihr die Inhalte von den Koffern auf Flughafen, auf Auktion ersteigert und vielleicht um das Fünffache verkauft oder daraus irgendwie TikTok macht und das geht viral. Er könnte auch Jason Derulo sein. Ich glaube, der Typ ist auch ziemlich erfolgreich. Ich weiß nicht, ob er Jungfrau ist, aber daran erinnert mich diese Energie. Er hat so viel Spaß am Leben, er kann so viel so gut. Stefan Raab, so ein bisschen auch Vergleich, ja, so ein bisschen. Er kann so viel so gut, dass er mittlerweile diese Erfolgswelle hat und egal, was er eigentlich macht, das wird zum Erfolg. Also, Girl, wenn du so einen Typ geschnappt hast, dann, oh, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Also, ja, das ist auf jeden Fall ein Eigentyp, ein sehr, sehr eigener Kopf. Was sehen wir hier noch? Ritter der Schwerter. Ja, und ja, Stefan Raab ist auch ein guter Vergleich. Er könnte alles haben, er könnte erfolgreich sein, er könnte der Beste sein, okay, und er würde trotzdem jeden Tag. Also mich halt schon nachher seine Gesundheit riskieren. Oh Gott, heute spreche ich richtig Metaphern. Er könnte seine Gesundheit riskieren mit etwas, ja, etwas Aufregendes machen, etwas Aufreibendes machen. Er könnte Dachdecker sein, ja. Er könnte ein Trapezkünstler sein. Er könnte ein Ferrari-Fahrer sein, ein Autofahrer, ja. Oder er könnte, also Rennfahrer sein. Er könnte Läufer sein von mir aus. Ja, es hat was auch mit Geschwindigkeit zu tun. Er fühlt sich auf jeden Fall nicht so jung oder alt, wie er ist. Ich glaube, dieser Mann hat gar kein Gefühl fürs Alter. Das ist ziemlich cool. Er hat gar kein Gefühl für die Zeit. Also er rennt auch gegen die Zeit. Es kann auch sein, dass er auch viel jünger aussieht, als er ist.
Er arbeitet auf jeden Fall an seiner Kundalini-Energie. Ob er aber davon weiß oder nicht, er rennt auf jeden Fall gegen die Zeit mit seiner Art und Weise. Es kann sogar sein, er lebt ein ganz normales Leben. Ja? Er könnte quasi dein Nachbar sein, du würdest ihm das nicht ansehen, aber das ist seine Energie und das kannst du dir vorstellen. Und so eine Energie ist in jedem von uns. Das ist großartig. Aber er lebt das schon. Also er ist auch geduldiger. Er investiert lieber in ein gutes Bike, anstatt sich vielleicht ein teures Auto zu kaufen. Ja, er würde sich vielleicht viel lieber ein teures oder vielleicht als teure Klamotte. Also seine Werte haben sich auch wahnsinnig verändert in den letzten 5 bis 10 Jahren. Ja, das ist ein totales Kind. Der hat auf jeden Fall noch nicht fertig gespielt. Der fechtet gerne auch mit Gedanken. Der ist frech. Dem kannst du eigentlich verbal oder mental nicht schlagen. Also, ich glaube, der ist wirklich ein mentaler Weltmeister. Der könnte auch ein Schachweltmeister sein. Also hier, oh krass. Das ist so jemand, der oh, wow, richtig, richtig, also werde ich gerade sprachlos, richtig krass. Okay, was noch? Oh, da sehen wir die 10. Stäbe, krass. Guck dir das mal an. Wir haben damit angefangen. Weißt du noch, die 9. Stäbe? Das ist diese Geschichte, wo er viel kann, der ist selbstständig. Dann haben wir hier noch diese 90%, ja? Da habe ich gesagt, die letzten 10% holt er sich von außen als Inspiration. Er nimmt das, was die anderen nicht haben wollen. Er spielt gerne, er rennt gegen die Zeit. Er hält nicht an den anerkannten Maßstäben. Er rennt gegen die Zeit. Er ist jünger oder älter. Er ist zeitlos. Und das ist womöglich das, was ihm so richtig erfolgreich machen lässt in all dem, was er tut. Und wenn du die Frau von seinem Mann bist, dann bist du ein Teil von seinem Projekt. Oder nicht mal ein Teil von einem Projekt, du bist die Frau von dieser Persönlichkeit. Ja, die Frau von diesem, die Frau von dem König, du bist die Königin. Ja, du bist die Unternehmensfrau. Also, und so, um dir das bisschen greifbarer zu machen, meine Liebe, möchte ich eine folgende Übung mit dir machen. Stell dir einfach nur vor, jemanden, den du sagst, boah, krass. Und dabei spielt das Alter keine Rolle. Ja? Das kann jemand in seinen 60ern sein, aber du sagst, boah, das ist wirklich jemand, Unternehmermann, ja, oder das ist wirklich ein Superstar. Oh. Jemand, dem du wirklich anhimmelst, ja, der gehört wirklich zu einer Weltklasse. Kannst du deine Augen schließen? Jeder, der da hochkommt, nimmst du, das ist wirklich egal. Und du klatschst einfach dein Gesicht an seine Seite. Und so funktioniert um Programmierung, so funktioniert auch um Umschreiben. Wir sind manchmal deswegen nicht erfolgreich, weil wir dem Erfolg nachjagen, dessen Maßstäbe nicht du definiert hast, sondern jemand anderes. Und was ich gerade gemacht habe mit diesem Gesicht von diesem Prominenten, ist quasi ein Vorbild von jemandem, vielleicht sogar von deiner Mutter, also jemand, den deine Mutter als Sexsymbol, als Vorbild nehmen würde, weil ich kann mir vorstellen, dass es das jemand war, der vielleicht älter ist als du. 30 Jahre. Die Frage ist, willst du mit so einem Mann zusammen sein? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Fakt ist aber, es muss so passiert sein, dass du quasi erkennst, dass du dem falschen Typ Mann nachgejagt bist. Sollte es bis jetzt so gewesen sein, dass du so einem Mann nicht begegnet bist. Oder weil du noch Single bist. Ja, weil ich vor eingangs gesagt habe, wir reden hier über die Beziehung oder vielleicht bist du noch Single und du wirst deine vergangenen Beziehungen verstehen, deine vergangenen Entscheidungen verstehen. So, das heißt, was wir jetzt gemacht haben, du hast dich auf ein neues Level gebracht. Du erkennst jetzt, dass dein Mann zum Beispiel, wie du selbst, selbstständig sein muss. Das ist jemand, der seine eigenen Brötchen backt.
Ja, das muss schon die Mentalität sein. Jemand, der sich selbst befreit hat. Dabei spielt vielleicht schon eine Rolle, ob er früh angestellt war oder nicht. Da musst du selber in dich hineinblicken, weil die Kompatibilität zwischen den Partnern ist auch dann am höchsten, wenn auch die vergangenen Lebenserfahrungen beider Partner sich ähneln, wenn sich beide zum Beispiel in seinen 30ern treffen. So, das heißt, dein Typ Mann ist auf jeden Fall selbstständig, der kann alles selbst sehr, sehr viel und etwas, was er nicht kann, er guckt er sich ab oder er spielt er sich. Also, entweder nimmt er, weil das die anderen nicht haben, oder er spielt sich das oder er kämpft sich, aber er würde niemals stehlen, das heißt, er ist ein ehrlicher Mensch. Genau, auf den kannst du dich verlassen. Er würde niemals stehlen. Wenn er etwas erkämpfen muss oder wenn er für etwas arbeiten muss, dann weiß er mittlerweile eine gesunde Mitte zu finden. Das ist der Ritter der Schwerter, die Ritterenergie, das ist die Mitteenergie. Bedeutet, wenn er zum Beispiel etwas nicht kann, würde er nicht sich auf den Boden schmeißen oder sich in die Depression verfallen oder richtig hart arbeiten bis zum Umbrechen. Er weiß, er ist schon sehr, sehr gut. Er weiß, er hat dich jetzt. Er weiß schon, er hat schon einen Lebensstil. Er hat schon seine Erfahrungen. Also er ist sich seine Erfahrungen bewusst. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn man sich seine Erfahrungen nicht bewusst ist, fängt man an, ganz, ganz viele Dinge zu wiederholen. Beziehungen, Anstellungen und das nimmt natürlich Zeit. Lebensenergie in Anspruch, man wird älter, die Zeit vergeht und man verändert nichts. So, damit das nicht passiert, muss jeder sich eigentlich so fühlen. Das heißt, wenn du mit so einem Mann schon zusammen bist, musst du dich selber auch so fühlen. Weil dein Mann kann auch dein innerer Mann gemeint sein. Wow. Das war mal ein Donner. Boom. So, das heißt, sei selbstständig, versuche so viel wie möglich aus eigener Initiative, aus eigener Erfahrung sogar. Ich will gar nicht sagen aus eigener Kontrolle, weil Eigenkontrolle sind nicht nur in der Stäbe. Kontrolle vielleicht nur dann, dass du weißt, wann zu schalten, aber du musst sehr, sehr flexibel sein. Kontrolle ist in so einer Beziehung niemals starre. Kontrolle in so einer Beziehung, was Eigenkontrolle betrifft, ist eigentlich wahnsinnig Flexibilität auf höchstem Niveau. Dass du eigentlich nur zwischen guten Gedanken springst zum Beispiel, ja, oder dass du nur zwischen den Ideen springst für eure Beziehung, für euren Alltag, die wirklich was bringen, ja. Viele Meetings, viele Gespräche sind manchmal gar nicht notwendig, man redet aneinander vorbei und hier im besten Fall muss es schon ineinander fließen. Ja, hier sehe ich auch einen Mann, der wirklich sinnvoll lebt. Bei ihm macht ein Leben Sinn. Von 9 möchte er mit sinnvollem Handeln zu 10 übergehen, ja, so, also alles, was du mit ihm angehst, das wird erfolgreich, herzlichen Glückwunsch, arbeitet an dem Endkonzept, ja, ich kann dir auch empfehlen, die Jungfrau-Legung anzuschauen, da hatten wir auch mit 10 der Schwerten angefangen, aber X und Kreuz war auch eines der Bestandteile. Den Link zu anderen Sternzeichen findest du unten in der Videobeschreibung. Gleich im Anschluss siehst du dir das Workout-Audio, was du zum Hier und Jetzt-Audio benutzen kannst, um visuell zu sehen, wie diese einfache physische Reprogrammierung stattfindet. Ich danke dir vom Herzen, danke fürs Anschauen, like, kommentiere, abonniere meinen Channel und abonniere auch die Newsletter, besuche die Webseite. Bis zum nächsten Video, bis dann, bye bye. Ich lebe meinen Traum. Dies ist mein Traum. Dies ist meine Geschichte. Heute habe ich mich wieder geboren. Ich vertraue meiner Intuition. Ich bin mein höheres Selbst. Ich bin positive Gedanken. Ich bin mein volles Potenzial.